Eltern, liebe Gäste, herzlich willkommen zuerst einmal. Wir freuen uns alle, dass wir Sie zu dieser Aufführung begrüßen dürfen. Wir sind zwar eine neue Mittelschule mit Schwerpunkt Technik, aber Sie werden sehen und auch hören, dass bei uns die Kreativität einen wichtigen Platz hat. Wir sind der Meinung, dass kreatives Tun einen großen Einfluss auch auf die positiven Eigenschaften eines jungen Menschen hat. Alle Kinder der ersten Klassen, der drei ersten Klassen, sind beteiligt und haben mitgewirkt, in irgendwelcher Form auch immer. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei meinem großartigen Team bedanken, das dieses Musical erst möglich gemacht hat. Als zusätzliche Bereicherung haben wir noch eine Dame von außen, die Frau Redlich, die uns musikalisch sehr unterstützt hat. Ich begrüße auch ganz herzlich viel Freude und viel Vergnügen mit dem Musical Felicitas Kunterbunt. Ich bin nicht der Weltbrüche, hier in die Blüte.
Unsere Martha hat nur noch Augen für sie gehabt. Wir mussten noch gute Miene zu diesem Spiel machen. Ja, ja, ganz wichtig. Und du kannst sie eigentlich her. Und zu uns. Wer ist sie denn? Genau, Schlaumi. Was will die hier? Bleibt die etwa für immer? Und vielleicht mag sie ja sogar Honig. Mag sein. Auf jeden Fall war es richtig, dass wir sie nicht einfach so in unsere Ruhe aufgenommen haben. Soll sie noch mit ihren bunten Klamotten mit diesen krawalligen Fuß nur sehen, ob sie bleiben kann? Was mögen Sie bloß beraten? Als mich Marthas Mutter gestern mitgebracht hat, haben wir alles so getan, als ob sie mich leiden könnten. Nur weil sich Martha ja so gefreut hat. Ob das stimmt? Vielleicht meinen Sie es ja aber ehrlich. Und ich finde dieses Mal wirklich Freude. Sie kennen mich ja nicht. Und da muss ich schon auf Sie zugehen. Es ist so schwer, wenn man fremd ist und keine kennt.